Estefania. Was ist? Ja, wie was ist? Aufstehen, Schule. Estefania. Mama, was willst du? Ja, aufstehen. Du hast verschlafen. Ja, ist das ein Wunder? Was denn? Nachts um 3 Uhr, du, ey, hör dir das mal an. Was soll ich mir denn jetzt anhören? Den Nachbar oder was? Nee, viel besser. Ja, ich laufe da oben über die erste Etage und die Kinder kommen nicht aus der Pötte. Die haben mir zwar mal was erzählt, dass da oben nachts immer Geräusche sind, aber das heißt doch nicht, dass man morgens nicht aufstehen kann. Also muss ich jetzt mal gucken, wo dran es liegt. So was hier passiert nachts um 3 Uhr. Wir haben 3 Uhr nachts und hier sind so Geräusche. Und davon werde ich wach, das ist richtig laut. Davon bin ich wach geworden, Mama. Ich gehe heute zur Schule, ich bleib zu Hause. Estefania, du gehst zur Schule. Wir müssen irgendeine Lösung finden. Mir macht das schon extrem Angst, diese Geräusche. Es gab sogar mal, wo das angefangen hat, habe ich eiskalt aus meinem Fenster geguckt, weil ich dachte, da ist eine Leiter oder so. Und da will irgendjemand in mein Zimmer klettern oder so. Das macht voll die Paranoia. Silvias morgendliche Runde geht weiter. Nächste Station, Kalenta. Kuckuck, schon jemand wach? Hey, Kalenta, stehst du jetzt auch auf? Ja, das hier mit den Geräuschen, das ist langsam echt unangenehm. Ja, das ist langsam hier richtig gruselig. Ich mache mir auch Sorgen um Pippi. Ja, komm mir vor wie in einem Horrorfilm. Du versuchst abends zu schlafen und denkst, hier ist jemand im Haus. Ja, ich guck gleich mal und frag die Jungs mal, ob die mir noch mal helfen können, ja? 10 Minuten später. Peter und Flo planen ihren Dachbodeneinsatz. Ey Jungs, ich dachte, ihr seid hoch zum Speicher. Wir müssen kurz Lampenchecken machen, bevor wir gleich oben aufgefressen werden. Ja, komm, ihr seid bestimmt nicht aufgefressen. Kommt, dann fangt mal an, ich hab unten auch noch zu tun, Leute. Mehr als eine Maus oder eine Ratte kann ich mir jetzt gerade aktuell nicht vorstellen. Ich gehe davon aus, dass es einfach nur ein Holz ist, da irgendwas knatscht. Aber wir gehen mal der Sache auf den Grund und schauen mal, ob wir was finden. Ihr braucht da unten keine Angst haben, ne? Doch. Da ist keiner, da tut euch keiner was. Falscher Schlüssel, boah. 20.000 Schlüssel hier. Peter, vielleicht wird die Türe ja von innen zugehalten. Vorsicht, Broach. Silvia? Ja? Wir haben eine Eule gefunden. Siehst du? Warte, hier. Die kann sogar fliegen. Ey, Peter, hast du was am Kopf? Hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Boah! Vor so Viehzeug habe ich schon Panik, ne? Habe ich schon Respekt vor. Überleg mal, da hängt irgendwo eine Fledermaus und ich denke, das ist hier ein T-Shirt von einem Kind, packt das und das Ding bewegt sich auf einmal. Herzlichen Glückwunsch. Also die Suche, die gestaltet sich zu fast so unmöglich. Also so viel Krempel, was hier oben auf dem Speicher steht, da kann, ja, wenn es wirklich ein Tier ist, überall sein. Ich habe keine Ahnung, wir haben gerade geguckt, wir haben nichts gefunden. Ja. Silvana, Sarafina, Sarah Jane, Kalenta, Estefania, Loredana, Peter, Flo, Mucki, Pippi, kommt essen! Ja, ruf mal laut! Heivel! Hi! Hi, hi! Hi! Hi, hi! Wow, Puppe! So, setzt euch hin! Wir haben heute hier mal geguckt, Loredana, Estefania, Sarah Jane, Kalenta, weil ihr liegt mir ja die ganze Zeit auf den Ohren, dass ihr nicht schlafen könnt oben, weil ihr die ganze Nacht solche komischen Geräusche habt. Daraufhin habe ich den Jungs heute Bescheid gesagt, dass die doch mal bitte oben am Speicher gehen soll, weil wir hören hier unten nichts. Und Peter, Flo, jetzt erzählt mal, was euer Ergebnis vom Speicher war. Also wir haben auf dem Speicher nichts gefunden. Wir wissen zwar nicht gerade, was Phase ist. Nichtsdestotrotz, der Harald hatte den Garten gekehrt und hat unter anderem auch Kot gefunden. Und den habe ich jetzt mal verglichen im Internet und habe da festgestellt, dass es eigentlich fast zu 90% Marderkot ist. Wir müssen ja Favels Ehre vertreten und wir haben so ein bisschen Sherlock Holmes gespielt und haben auf jeden Fall festgestellt, dass das ja halt Marderkot ist. Wir haben halt die Vermutung, dass es ein Marder ist und der sich hier dann auch auf dem Dachboden rumschwirrt, weil der nachtaktiv ist. Na bingo.
hier so ein Tier da, so ein Marder, habe ich noch keine Bekanntschaft mitgemacht. Gott sei Dank noch nicht. Ich weiß nur, dass die sich in Automotoren und so einschmuggeln und da die Kabel zerfressen. Nur ich sage mir, jetzt sollen die Jungs auch aufpassen. Ne? Nicht, dass sie auf einmal so was Wolliges im Bett haben, dann ist denen ihr Kabel nämlich auch ganz schnell durchfressen. Was ist eigentlich ein Marder? Ein Marder sieht so aus wie, ja, wie soll ich das erklären, wie ein kleiner Waschbär oder so. Ja, Mucki, ich dann erklär's dir. Du hast die Oma doch zum eingeladen zum Zoo. Und da machen wir einen Familienausflug und dann gehen wir alle Male gemeinsam in den Zoo. Dann siehst du bestimmt vielleicht auch im Zoo einen Marder. Ihr wisst auch, was ein Marder ist. Dann gehen wir einen Marder besuchen. Jetzt kann ich auch im Internet gucken. Ja, darum, weil ich bin 18 Jahre alt und habe keine Lust mehr, irgendwelche Tiere im Zoo zu haben. Nee, ein Zoo. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin keine 6 Jahre alt und möchte mir ein paar Elefanten, ein paar Ziegen oder ein paar Esel im Zoo angucken. Kann ich mir auch im Internet angucken. Ich bin voll raus aus der Nummer, da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Falls wir einen Marder im Haus haben, ist der nur nachtaktiv. Tagsüber schlafen die tief und fest. Deshalb müssen wir ganz viel Krach machen. Der normale Lebenskrach, den wir hier haben, ist zu wenig. Ihr geht jetzt bitte alle Male hoch zum Speicher. Macht da richtig Krabatz. Also ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall hilfreich sein kann. Weil Tiere schreckhaft sind und bei Lärm definitiv die Flucht ergreifen. Also ich erhoffe mir jetzt von dieser Aktion, wenn da ein Marder ist, dass der im Endeffekt die Treppe runter geflitzt kommt und sich von dann macht. Ne? Also Schatz, ich bin ja ganz ehrlich, wenn ich ein Marder wäre bei dem Krach da oben, ja, da wäre ich mehr wie ausgebüxt. Aber hier läuft keiner vorbei, hier steht der Schrank, wir müssen in die Treppe runterlaufen sehen. Hier ist nichts raus. Ja, also wenn ich jetzt ein Marder wäre und würde in dem seine Haut stecken, bin ich ganz ehrlich, ich würde mich in die äußerste Ecke verstecken. Ich würde doch nicht in den Krach reinlaufen, weil ich wüsste ja dann gar nicht, was mich erwartet. Also würde ich die Situation ja abpassen, bis es wieder ruhig ist und ich, ja. Und danach die Flucht ergreifen. Hi. Warum seid ihr beide denn die ganze Zeit im Zimmer zusammen? Weil wir nicht alleine sein wollen, wenn es uns schlecht geht. Ihr wollt nicht alleine sein, wenn es euch schlecht geht. Okay. Was habt ihr denn so? Ich hab voll die Bauch- und Magenschmerzen und auch Kopfschmerzen. Hast du gebrochen? Musstest du dich übergeben? Nee, noch nicht, zum Glück. Hast du schon Kaka gemacht? Ja, Mama. Ja, wenn du sagst Bauchschmerz, kann ja mal sein, dass da ein Stau ist. Ja, nee. Und du? Ich hab schon Kaka gemacht. Gut, und hast du gebrochen oder so? Mm-mm. Ey, das macht mich richtig traurig, dass ihr im Endeffekt krank seid und wir jetzt in den Zoo fahren wollen. Mama, ihr sollt Spaß haben. Wir würden auch echt gerne mitfahren, aber uns geht's halt nicht gut. Ja? Ja. Und ihr seid nicht böse? Nein, Quatsch. Nein, nächstes Mal kommen wir mit. Ja. Gut, ich gebe euch jetzt auch kein Küsschen, bevor ihr mich nachher anstecken tut, ja? Viel Spaß. Und wenn was ist, ruft ruhig an. Ich lasse das Handy laut. Wir brechen dann sofort ab und kommen, ja? Macht euch einen schönen Tag. Ja, ich würde sagen, Mama hat uns jetzt alles abgekauft und wir müssen Gott sei Dank nicht mit in den Zoo. Jetzt können wir uns einen richtig schönen Tag machen. Aber wir dürfen jetzt auch nicht so laut reden, weil wenn Mama draußen steht, dann hört ihr uns. Also ich muss sagen, ich glaube denen kein Wort, dass denen übel ist oder sonst irgendetwas. Aber ich sag mir ganz einfach, ich habe jetzt auch keinen Bock, 2 Miesepeter mit zu schleppen in den Zoo. Aber sollte es sich nachher herausstellen, wirklich, dass die im Endeffekt uns hier was vorgespielt haben, dann gibt's richtige dicke Konsequenzen. Esel, Kamele, Affen, Elefanten. Hier gibt es lebende Tiere, soweit das Auge reicht. Den Crashkurs Ahnenforschung à la Silvia Wolny gibt's inklusive. Guck mal, das sind die Leute, die immer bei mir im Esszimmer sitzen. Die haben auch alle Blasen am Arsch.
Guck mal da. Sarah Jane, Estefania und Loredana. Wie drei Glucken, ne? Da kommt Kelenta gerade runter. Aber Mucki, guck mal. Das ist, wenn die Oma die alle rufen tut zum Essen. Silvana, Sarafina, Lavinia, Kelenta, Estefania, Loredana, Peter, Flo, Mucki, Pippi, Essen. Guck mal, die kommen alle. Guck mal, da kommen sie alle. Guck mal, die haben alle Hunger. Jetzt kommen sie alle langgelaufen. Die hören sogar, siehst du? Ja. Hör mal, die sind genau wie ihr, dasselbe Verhaltensmuster. Guck mal. Ja, also das erinnert mich schon so am Wollnihaus, wenn ich mal überlege, wie transusig die Affen hier runtermarschiert kommen, alle als wenn sie rüber ins Esszimmer gehen, wenn man sie ruft. Wie zu Hause eben. Ein Tag mit der Großfamilie im Kölner Zoo. So lautete Silvias Plan für den heutigen Sonntag. Nur Estefania und Loredana waren nicht an Bord. Sie hatten Magenprobleme vorgetäuscht und sich gedrückt. Was die beiden noch nicht wissen, Silvia hat den Bluff durchschaut. Die Großfamilie kehrt gerade früher als angekündigt nach Hause zurück. Und Schatz, du machst jetzt die Garage auf? Ja. Ich gehe jetzt extra vorne nicht rein. Nee. Ich will gucken, was die machen. Und Sarah Jane, leise jetzt. Silvia will die Simulanten überführen. Daher geht's durch die Garage ins Haus. Jetzt seid leise. Die sind nämlich hier unten. Ja. Jetzt nichts sagen. Boah, Schatz, denen geht es ja. Denen geht es ja so schlecht. Ja, Bonbons, alles. Bonbons schmeißen die sich in den Hals wie Erdnüsse. Die Kranken, da guck mal hin. Ey, hör mal, habt ihr sie noch alle oder was? Euch geht's ja sehr, sehr schlecht. Wir haben Bauchschmerzen. Ihr habt Bauchschmerzen. Estefania, wollt ihr mich jetzt verarschen? Wollt ihr mich noch provozieren oder was? Nein. Wir haben Setz dich mal richtig hin mit deinem Strohkopf. Loredana, Köpfchen hoch. Ich hab gerade noch gesehen, da hast du dir die Dinger hier. Ey, guck mal, da hast du dir die Dinger genommen und so gemacht. Ja, euch sollte man richtig bestrafen. Ihr wisst, dass ich Lügen absolut nicht abkann. Und das, was ihr getan habt, war kein feiner Zug. Ein Familienausflug, den wir alle, so weit wie wir konnten, alle dran teilgenommen haben, ja? Macht ihr euch hier einen chilligen? Das kann's nicht sein. Also die Enttäuschung ist schon ziemlich groß bei mir, weil hier eigentlich Ehrlichkeit an erster Stelle steht und ich habe gedacht, die Mädels sind auch ehrlich. Geht bitte hoch, nehmt euch euer Bettzeug und legt euch um Speicher oben hin und dann könnt ihr uns sagen, wie die Geräusche dort oben sind, ja? Kannst du vorgehen, der Marder? Geh du vor, du bist schon drauf, jetzt geh. So, ich bin jetzt weiter, jetzt kannst du. Hey. Was? Ich hab mich gerade erschrocken. Guck mal, der Clown. Ey, Bruder, wo sollen wir es hier hinlegen? Keine Ahnung, legt da kein Platz hier hin. Wo hier? Bruder, hier ist kein Platz. Bruder, ich will nicht. Gemütlich ist anders. Man kann zu hundertprozentig davon ausgehen, die werden sich heute Nacht da oben verpieseln. Aber die Hauptsache ist doch mal, dass der Schock richtig saß. Und dass sie sowas nicht nochmal machen.